Nach Inspektion der vorliegenden Kontamination entscheidet der Probenehmer, auf welche Art die Probe genommen werden soll. In diesem Fall mit Hilfe einer Kompresse. Es wird eine Kompresse und sterile Kochsalzlösung aus den Innentaschen genommen. Die Verpackung der Kompresse wird aufgerissen. Die sterile Kompresse wird in der aufgerissenen Verpackung mit steriler Kochsalzlösung angefeuchtet. Danach wird sie mit Hilfe einer langen Pinzette aus der Verpackung genommen und dem Probennehmer überreicht. Die kontaminierte Fläche wird nun mit der feuchten Kompresse abgewischt. Es wird versucht, möglichst viel Material aufzunehmen. Die Kompresse wird dabei zu einem kleinen Paket gefaltet. Der Helfer bereitet nun einen sterilen Beutel vor, in dem die Kompresse möglichst kontaminationsfrei überführt wird. Der Beutel wird durch mehrfaches Wirbeln geschlossen. Zum Fixieren des Verschlusses werden die drahtverstärkten Ärmchen umgeklappt. Die Oberfläche des Beutels wird mit Desinfektionslösung eingesprüht und trocken gewischt. Danach wird ein Etikett ausgefüllt und auf den Probenbeutel geklebt. Der Probenbeutel wird in die Dekonverpackung gegeben. Der Probenbegleitschein wird ausgefüllt und mit in die Dekonverpackung gegeben. Diese wird nun mit Hilfe der Klebelasche verschlossen. Die Probe ist nun fertig für das Tauchbad am Dekontaminationsplatz.